Guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserem Mediengespräch nach unserem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Natürlich zunächst einmal der Gruß an unsere Gäste aus dem Kraichgau, hier oben auf dem Podium, Cheftrainer Julian Nagelsmann. Herr Nagelsmann, zunächst einmal Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, mit dem Ergebnis bin ich nicht 100% zufrieden, mit der Spielweise beidesgehend schon. Ich glaube, dass wir ein ganz gutes Auswärtsspiel gemacht haben, ein dominantes Auswärtsspiel und ich glaube auch ein überlegenes. Nach dem frühen Rückstand, der ein bisschen unglücklich gefallen ist, haben wir eine gute Spielkontrolle gehabt und auch genug Chancen. 2 aus Standards und 3 aus dem Spiel raus, wo wir relativ frei am oder im 16er jeweils zum Abschluss kamen, einen früheren Ausgleich zu machen. Dann in der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut begonnen. Dann haben wir 10 Minuten uns ein bisschen von der Kulisse und von der Hektik anstecken lassen. Die 10 Minuten haben wir verschenkt, um am Ende vielleicht noch zu gewinnen. Haben nicht so viele Chancen zugelassen, haben noch 2, 3 gut rausgespielt, machen dann Gott sei Dank noch den Ausgleich. Ich glaube, der war auch sehr verdient. Von dem her mit dem Ergebnis kann ich leben, mit dem Spiel besser als mit dem Ergebnis. Aber Schalke hat auch eine gute Mannschaft, von dem her ist es auch okay, hier mal nur einen Punkt mitzunehmen. Eine Sache noch, bitte alle Pressevertreter aus der Heimat, ihre Fragen jetzt zu stellen, weil nachher kann ich nicht mehr, weil meine Stimme, meine Logopädin, die schimpft mich sonst. Also bitte, stellt sie jetzt oder morgen, weil sonst kann ich nicht mehr sprechen, später im Bus. Danke. Vielen Dank, Herr Nagelsmann. Wir wollen noch mal kurz erstmal das Statement unseres Trainers, Markus Weinz hier. Markus, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, wir müssen mit dem Punkt leben. Ich glaube, dass wir gut ins Spiel reingekommen sind, einen schönen Angriff in Führung gehen, aber das Führungstreffer hat uns keine Sicherheit gegeben, beziehungsweise wir hätten dann mehr Risiko gehen müssen, um gegen eine gute Hoffenheimer Mannschaft auch frühzeitig Zugriff zu bekommen. Das haben wir nicht getan, weil wenn du vorne dann mehr drauf gehst, dann erhöht sich das Risiko in der letzten Reihe. Und deswegen hat dann Hoffenheim auch das gut gemacht und mehr Spielanteile gehabt. Und wenn du dann 1-0 in Führung bist, dann musst du es eben 90 Minuten konsequent verteidigen, auch wenn wir heute eben nicht unser bestes Spiel offensiv gefunden haben. Deswegen ärgert mich der Ausgleichstreffer. Wir haben 3-mal eigenen Ballbesitz. Es geht los mit dem Einwurf. Dann haben wir auf der linken Seite den Ballverlust und gewinnen den Ball eigentlich nochmal und verlieren ihn gleich wieder durch einen Pass von Höberes auf Burgstaller. Und verteidigen ist dann einfach schlecht. In der Aktion verletzt sich dann auch Sead Kolasinac und ist deswegen nicht hinten mit dabei. Und Rudi kann einköpfen, aber das ist schlecht von uns gemacht und deswegen müssen wir dann auch eben den Ausgleichstreffer hinnehmen. Im Großen und Ganzen müssen wir anerkennen, dass Hoffenheim sehr, sehr gut war heute und wir eben nicht unsere beste Leistung gefunden haben, nicht so spritzig waren, wie wir es uns vorgestellt haben. Und deswegen müssen wir mit dem 1:1 leben. Dankeschön. Vielen Dank, Markus. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann darf ich kurz ums Handzeichen bitten. Hier vorne und dann dahin. Herr Nagelsmann, welche Idee steckt dahinter, Ermin Bicacic rechts? Erstmal die Idee, einen Pavel zu ersetzen, weil er gestern im Abschlusstraining sich verletzt hat an der Wade. Und wie Sie ja wissen, sind wir jetzt auf der Position nicht übermäßig reichlich besetzt. Und da musst du dann ein bisschen kreativ werden. Und wir wussten, dass Schalke, wie wir es auch beim 1-0 gesehen haben, dass ihre beiden, ich nenne es mal hohe Außenverteidiger, sehr offensiv stark sind und fast bei jedem Angriff mit im gegnerischen 16er sind. Und wenn ich mich richtig erinnere, Kolasinac das Tor vorbereitet und Schöpf das Tor gemacht. Genauso wie wir es besprochen haben. Und da einfach ein bisschen defensiver dagegen zu stellen, war dann die Lösung, die wir hatten. Weil wir einfach auch nicht so die Riesenauswahl haben. Wir hätten entweder einen Stürmer dahinstellen können. Aber der potenzielle Stürmer, der das schon mal gespielt hat, ist leider auch verletzt mit Marc Uth. Also haben uns für Ermin entschieden, hat seine Sache auch ganz ordentlich gemacht. Kann, glaube ich, heute 1 oder 2 Tore machen in der ersten Halbzeit. Aber vielleicht kommt es ja, wenn er da öfter spielt. Nächste Frage da hinten. Ja, Anschlussfrage, Sie haben ja dann Ermin Bicacic runtergenommen, Sebastian Rudi dann auf rechts gespielt. Wie sind Sie darauf gekommen? Er hat ja dann letztendlich auch das Tor geschossen oder geköpft. Ja, auch das hat er schon mal gespielt unter meiner Amtszeit und auch in der Nationalmannschaft hat er es gespielt gegen Italien. Ich bin froh, dass er mal ein Tor gemacht hat. Schlummert sehr viel auch Offensivqualität in ihm. Auf der 6 ist er mehr der Stratege, deswegen wollten wir ihn nicht von Beginn an rechts hinten spielen lassen, weil er uns einfach sehr viel Stabilität gibt in der Mitte. Hätte noch 1, 2 mehr Aktionen nach vorne auflösen können, weil einfach noch viel Offensivgeist in ihm schlummert. Aber ich bin froh, dass er dann seine Kopfballstärke heute gezeigt hat. Jens Reinke. Herr Weinzel, Sie haben den Februar als elementar wichtig bezeichnet. Wie sieht Ihre Bilanz aus, 2 Tage vor Monatsende? Ja, wir haben 7 Spiele im Februar bestritten und sind ungeschlagen, haben alle Spiele oder kein Spiel
verloren, wenn ich richtig informiert bin. Haben in dem Jahr ein Spiel verloren, zu Hause gegen Frankfurt und auch das erste gegen Ingolstadt gewonnen. Aber klar, die Unentschieden bringen einen nicht weiter. Wir hätten heute gewinnen wollen und auch gewinnen müssen, um den Abstand dann mit 3 Punkten zu verringern. Das ist uns nicht gelungen, aber nochmal, Hoffenheim war gut und das müssen wir heute anerkennen. Gibt es weitere Fragen? Benno? Herr Weinzierl, ich weiß, dass Trainer Fragen über Spieler, die nicht gespielt haben, nicht besonders lieben. Ich frage trotzdem mal, gibt es einen Dissens zwischen Ihnen und dem Herrn Heidel über die Bewertung von Konoplyanka? Nein, gibt es nicht. Ich kann immer nur 16 Feldspieler mit in den Kader nehmen und in der Regel 3 Offensive, 3 Defensive. Und da ist es dann eine enge Entscheidung und ganz enge Entscheidung gewesen, wen wir weglassen. Aber wir haben Hunter, wir haben Max Meyer und wir haben Erik Maxim Choupo-Moting, 3 richtig offensivstarke Spieler. Und deswegen haben wir uns für die 3 entschieden. Und nicht gegen einen, sondern für die anderen 3. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe keine Handzeichen mehr, dann darf ich noch kurz 0-4 Gewinner unseres Tippspiels von Veltins verlesen. El Zaqua, Pötter, Ast und Dröge heißen die, haben richtig getippt auf ein 1:1, dürfen sich ihren Gewinn bei uns im Medienbüro abholen. Ihnen allen vielen Dank und einen schönen weiteren Rest Sonntagabend und unseren Gästen eine gute Heimreise. Vielen Dank.